Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich will ein bisschen ergänzen um Überlegungen zur industriepolitischen Dimension der Transformationsherausforderung, die wir haben. Und Frau Grimm hat in so einem Nebensatz mitgesagt, wenn wir die Industrie erhalten wollen. Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung. Und das ist genau das Thema, über das diskutiert werden muss. Die Herausforderung, die wir klimapolitisch haben, ist ja nicht mehr anspruchsvollere Ziele zu schreiben. Das haben wir lange gemacht, dass wir regelmäßig anspruchsvollere Ziele hatten. Und wenn wir das Ziel nicht erreicht haben, wurde das nächste anspruchsvoller. Und dann guckte man irgendwie ein bisschen weiter. Sondern wir sind jetzt an der Stelle, wo die Ziele, die wir haben, und die EU-Kommission hat gestern -90% bis 2040 für die EU insgesamt mit vorgeschlagen. Das ist nochmal eine Reduktion des EU-Klimaziels von 2030 auf 2040 um -80%. Also selbst wenn wir 2030 erreichen, müssen wir dann nochmal die Emissionen um 80% reduzieren, um auf diese -90% zu kommen. Also wir sind mitten in dem, was auch industrielle Emissionen mit sind. Und wir sind mitten in dem, was Umbau und Transformation der Industrie mit ist. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man dekarbonisiert durch den Verzicht auf bestimmte Industrien. Also Ammoniakproduktion, energieintensive Stahl- oder Grundstoffbranchen generell, Aluminium und dergleichen mehr, energieintensive und CO2-intensive, was natürlich den eigenen, in dem Rechenwerk, wie wir das typischerweise so rechnen, die heimischen Emissionen senken, den Fußabdruck natürlich im Zweifel nicht senken, aber dann genau das Ergebnis bringt, dass wir nicht Industrie dekarbonisieren, sondern dass wir dekarbonisieren durch Verzicht auf Industrie. Das wäre klimapolitisch nicht hilfreich, das wäre industriepolitisch oder wirtschaftspolitisch für uns ein schweres Problem und es wäre auch für die internationale Klimapolitik das Schlechteste, was wir machen können, weil wir dann der Welt zeigen, ja guck mal, ihr müsst euch halt entscheiden, ob ihr industriebasierten Wohlstand wollt oder ob ihr dekarbonisieren wollt. Und da wird die Entscheidung dann bei vielen noch mal schwieriger werden, anspruchsvoller als bisher geplant zu dekarbonisieren. Also die Herausforderung ist tatsächlich, Industrieemissionen auch mit runterzukriegen. Und das ist für uns so wichtig, weil 30% unseres Bruttoinlandsprodukts fast aus Industrie und Dienstleistungen, die der Industrie mit zuliefern, stammen. Also fast jeder dritte Euro, und das ist ein hoher Wert im internationalen Vergleich. Italien ist auch noch hoch, aber wenn ich so an andere Länder denke, Frankreich, Großbritannien, USA und so weiter, alle viel weniger betroffen an der Stelle. Das ist schon ein sehr, sehr spezifisch deutsches Problem, was wir dann hier auch mit zu lösen haben. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, was es bedeutet, wenn wir massiv gestiegene Energiekosten mit haben. Die energieintensiven Branchen haben rund 20% verloren in der Energiekostenkrise und es spricht wenig dafür, dass das wieder zurückkommt. Wir hatten vor der Gaspreiskrise ein Preisniveau, was ungefähr 2- bis 3-mal so hoch war wie das Gaspreisniveau in den USA. Wir sind jetzt auf dem Level 5- bis 6-mal so hoch wie in den USA. Warum? Weil wir inzwischen einen Markt haben, der stark von LNG mitgeprägt ist, Preise darüber auch mitgesetzt werden und wir damit sehr nah an dem japanischen Preisniveau mit sind, die schon immer diese höheren Kosten mit hatten und gleichzeitig als riesiger Nachfrage auf den LNG-Markt mit aufgetreten sind. Also die Preissteigerungen, die wir hatten, die dann auch nicht in der Spitze des letzten Jahres permanent sind, aber im mittelfristigen Vergleich doch bleiben werden, kosten uns hier heute schon in nennenswerten Umfang Wertschöpfung. Und wir haben Unternehmen befragt im letzten Herbst, wie sieht es denn aus mit Stilllegungen, weil wir ja diese Deindustrialisierungsdiskussion mit haben. Und uns haben fast 10% der energieintensiven Unternehmen gesagt, sie haben dauerhafte Einschränkungen. 30% sagt, sie haben temporäre Einschränkungen an Produktion. Temporär kann durchaus zu dauerhaft werden. Das ist nicht sicher, dass das dann tatsächlich temporär bleibt. Und 10% hatten die fix geplant. Nur jedes vierte der energieintensiven Unternehmen sagte, Produktionseinschränkung spielt für uns hier keine Rolle. Und Produktionseinschränkung heißt dann nicht automatisch Verlagerung. Verlagerung heißt das für große Unternehmen, heißt das, wenn wir im Unternehmen verschiedene Kapazitäten mit haben, aber das heißt einfach auch Kapazitätsreduktion. Die ganzen mittelständischen Unternehmen, die davon mit betroffen sind, die haben überhaupt keine Möglichkeit, selber ins Ausland zu gehen, sondern da wäre die Antwort dann
die wirtschaftliche, tatsächlich in den Import von Drittanbietern mitzugehen. Also das Kostenthema ist ein ganz virulentes. Wir sehen das seit langem. Das ist kein nicht allein nur der Schock des letzten Jahres, sondern wir sehen seit Jahren, seit 2001, ein Jahr für Jahr schrumpfenden Kapitalstock der energieintensiven Branchen, was natürlich zum einen mit einer Veränderung der Produktionsstruktur zu tun hat, also durchaus Strukturwandel ist, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass wir schon seit langem Energiekosten hier haben, die deutlich höher sind als in vielen Wettbewerbsländern und wir damit strukturell seit längerem unsere energieintensiven Branchen zumindest schwächen. Jetzt gucke ich mal auf die Industriepolitik und überlege, was haben wir denn eigentlich hier für Herausforderungen? Wir haben ja ansonsten auch viel über wirtschaftliche Krise, die wir sprechen können, Standortprobleme und die Frage des Standorts steht ja auch als Generalthema mit über dieser Veranstaltung. Also die klassischen industriepolitischen Themen, der Begriff der Industriepolitik, der wird in Deutschland nicht immer so ganz gerne gehört, da hat der ein oder andere dann auch eher automatische Abwehrreaktionen, aber zumindest die horizontalen Themen, die klassischen Themen, die standortpolitischen Themen sind nach wie vor virulent. Die Energiekostenkrise kam im letzten Jahr mit dazu. Aber wir haben mit der Transformation, der Dekarbonisierung und den geopolitischen Herausforderungen zwei neue Themen, wo wir eine veränderte staatliche Rolle mitsehen. Auf die möchte ich kurz eingehen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir als Ökonomen auch weiter daran arbeiten müssen, wo beginnt denn die Rolle und wo endet sie denn dann tatsächlich auch wieder. Ich glaube, die Folie hat Herr Hüther heute Vormittag auch mitgezeigt. Ich habe sie nochmal mitgebracht, um zu zeigen, ja, wir haben die Breite der Standortthemen, wir sind bei vielen schlechter geworden, wir sind vor allem teurer geworden und ein attraktiver Standort, ein für Investitionen, ein für Investoren attraktiver Standort ist Grundvoraussetzung dafür, dass hier investiert werden kann, dass hier Innovationen stattfinden, dass hier die finanziellen, die wirtschaftlichen Ressourcen auch generiert werden, die dann notwendig sind, um entsprechend Transformationen mit finanzieren zu können. Also das ist die Basis und das darf auch nicht vergessen werden bei all den Themen, die zu Recht diskutiert werden mit Blick auf Instrumente für die Transformation. Jetzt haben wir eine Diskussion über die Instrumente und es gibt die These, dass wir im Prinzip, dass wir ganz wesentlich über CO2-Preise mitsteuern sollen. Und das ist auch richtig, über CO2-Preise mitzusteuern. Die CO2-Bepreisung und der europäische Emissionshandel hier als Leitinstrument internalisiert die externen Effekte, schafft die Anreize für Investitionen in Klimaschutz, ist eine angemessene, eine adäquate Antwort auf das Marktversagen, was wir hier haben, ja, auf diesen externen Effekt, auf dieses globale öffentliche Gut und damit ein Instrument zur Stärkung der Allokationseffizienz. Das ist der Grund, warum auch ganz viele, gerade Ökonomen ja auch sagen, Bepreisung ist das wesentliche Instrument, was wir haben. Bepreisung hat aber auch noch einen zweiten Effekt, zumindest so, wie sie faktisch im Augenblick stattfindet. Wir schaffen durch die reale CO2-Bepreisung, so wie sie ist, neue Wettbewerbsverzerrungen und schwächen damit die Allokation international. Was meine ich mit diesen Wettbewerbsverzerrungen? Damit meine ich, dass CO2 international nach wie vor kaum bepreist ist, aber in Europa doch sehr deutlich. Hier sind abgebildet die Emissionen, die es gibt und die jeweilige Bepreisung, sortiert nach der Höhe des Preises. Und Sie sehen hier einen dicken Block von ganz knapp über 0 bis so rund 3% für rund 100 Dollar. Je Tonne CO2, das ist der europäische Emissionshandel. Davor kommt ganz, ganz wenig, gibt einzelne Spezialsteuern in einzelnen, im Wesentlichen europäischen Ländern und dann gibt es so ein paar Versuche noch, die eher bei 50 Dollar liegen, aber 94% der Emissionen sind bei höchstens knapp über 10 Dollar pro Tonne bepreist und 78% überhaupt nicht. Und das sehen wir dann hier nochmal, wie klein der europäische Anteil eigentlich ist. Das ist dieselbe Abbildung, nur jetzt die gesamte Skala, die gesamten Emissionen. Also wir schaffen hier eine allein über den CO2-Preis, die CO2-Bepreisung schon, und da kommen andere Instrumente mit hinzu, natürlich schon einen Wettbewerbs-
Unterschied. Eine politisch initiierte Wettbewerbsverzerrung, weil es nicht gelungen ist, über die Zeit, über ja, nun über 30 Jahre, in denen internationale Klimaverhandlungen laufen, hier zu einem gleichwertigen oder sehr viel ähnlicheren Vorgehen jedenfalls zu kommen. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu den Effekten, die wir eben auch gesehen haben, die aus den verschiedenen Erzeugungskosten für Wasserstoff mit entstehen. Wir haben bei Wasserstoff genau das Problem, dass die Frage ist, wie kann er transportiert werden? Und naja, wenn man Wasserstoff produziert, ist das Elektrolyse. Wenn man da Ammoniak draus macht, wenn man da die nächsten Stoffe draus macht, hat man im Prinzip ein Chemiewerk. Und dann ist die Frage, welcher ist denn der nächste Schritt und wo lohnt es sich, hier ein Vorprodukt zu importieren und hier damit weiterzuarbeiten? Auch das sind Wettbewerbsnachteile, die dadurch entstehen, dass wir schlechtere natürliche Voraussetzungen haben. Aber das sind dann Wettbewerbsnachteile, die zumindest nicht politisch initiiert sind, sondern die aus den natürlichen Gegebenheiten, die halt durch unterschiedliche Sonnenstunden, Wasserverfügbarkeit und so weiter mit entstehen. So, und meine Frage ist, wie können denn diese Wettbewerbsverzerrungen, die politisch initiiert sind, die ja nicht mit Absicht initiiert sind, aber dadurch, dass man zu Recht sagt, wir müssen hier als wohlhabendes Europa auch tun, was wir können und entsprechend bepreisen. Wie kann man denn damit umgehen? Was kann man denn strukturell dagegen tun? Und ich glaube, es gibt vier Dimensionen, die aber alle ihre Schwierigkeiten haben. Die erste Dimension ist, man kann die Kosten wieder senken, also von den 100 Dollar wieder runtergehen. Abgesehen davon, dass das natürlich irgendwie politisch nicht stattfinden wird, widerspricht das auch fundamental der Idee, die externen Effekte zu internalisieren. Also eigentlich schließt sich das aus. Man kann versuchen, über Grenzabgaben zu arbeiten, also sich im Prinzip einen Import-CO2-Preis mitzuschaffen. CBAM ist der Versuch der EU, das zu tun. Der ist höchst unvollständig, der schafft erhebliche Probleme auf der Exportseite. Der führt zu erheblichen Kostenverlagerungen oder Verlagerung der Kostenunterschiede in die Wertschöpfungskette mit hinein, weil nicht der erste Importeur von Grundstoffen dann entsprechend mit geschützt ist oder der Produzent gegen andere Importe, aber die Weiterverarbeitung dann halt hier auf höherem Preisniveau stattfindet im Vergleich zu anderen Standorten. Also ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich eine systematische Lösung für das Problem ist, was wir haben. Dann kann man versuchen, das Anspruchsniveau zu vereinheitlichen, Emissionshandel, also flexible Instrumente international mit einzuführen. Das ist aber dann die Ebene der internationalen Klimaverhandlungen. Auch das absehbar ist das nicht. Selbst die Idee der Klimaclubs, der sektoralen Klimaclubs, kommt nicht so weit voran, dass man wirklich sagen könnte, das ist davon auszugehen, dass wir hier für vergleichbare Wettbewerber vergleichbare Preisniveaus mit haben und damit dann auch ein gleicheres Spielfeld mit haben. Naja, und was dann am Ende bleibt, sind Fördermaßnahmen. Also alle Arten von Unterstützungen, von zusätzlichen Regulierungen, der ganze Instrumentenkasten, den es dann auch industriepolitisch mitgibt. Was eigentlich der Idee widerspricht, ein einheitlicher CO2-Preis soll dann das richten, was wir tun und soll im Prinzip das zentrale Element mit sein, ja, einmal definiert und dann dem Markt, der Marktsteuerung überlassen. Ich glaube, der Punkt, also Fördermaßnahmen, ergänzende Instrumente, ist dann das, was das Ganze zum industriepolitischen Problem auch mitmacht. Ja. Transformation braucht neue Antworten. Die Standortpolitik habe ich genannt. Wir haben die Wettbewerbsthematik der unterschiedlichen Preissignale. Wir haben das Problem der Langfristperspektive. Haben wir langfristig wettbewerbsfähige Energiepreise? Gelingt es tatsächlich, die Erneuerbaren so zu skalieren und die Preise so zu senken, dass wir irgendwann wettbewerbsfähige grüne Energie haben? Der Wirtschaftsminister ist da sehr optimistisch. Mein Eindruck ist, dass diejenigen, die investieren müssen, in dem Glauben, dass das 2035 fortfolgend sein wird, diesen Optimismus nicht eins zu eins mitteilen. Wir müssen Strukturbrüche vermeiden. Also gucken, haben wir eigentlich Gleichzeitigkeiten richtig berücksichtigt?
Wir müssen Übergangskosten mittragen und berücksichtigen. Und das sind dann so Themen wie, naja, der diskutierte Brückenstrompreis, das sind Kosten, die im Augenblick höher sind. Wenn es in 10 Jahren alles wettbewerbsfähig ist, dann muss ich aufpassen, dass ich diejenigen nicht verliere, die ich dann noch brauche. Aber wir haben auch Übergangskosten wie die Investitionen in dekarbonisierte Stahlproduktion beispielsweise, also Direktreduktion, wasserstoffbasierte Direktreduktion, wo sich Stand heute kein Markt für ergibt, um diese Milliarden pro Hochofen, Umrüstung oder Neubau selber zu finanzieren. Und dann ist die Frage, wer trägt denn diese Kosten eigentlich tatsächlich? Und plötzlich sind wir in einer Welt, in der das Thema Subventionen eine ganz andere Rolle spielt, als wir das so aus den 80er, 90er Jahren kennen, wo wir versucht haben, Subventionen eigentlich erstmal zu reduzieren. Und wir genau in dem Dilemma jetzt sind, was ermöglicht denn Transformation und was strukturiert Strukturen oder nein, was festigt Strukturen, was erhält Strukturen, die vielleicht sich dann doch verändern müssen. Ja, und wir haben eben bei dem Wasserstoffbeispiel gesehen, dass es halt auch Veränderungen gibt, die schon einfach durch die unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten international mit stattfinden werden. So, wir reden über die ganze Palette der Instrumente, da gehe ich jetzt nicht lange drauf ein, aber will zumindest noch die berühmten Leitmärkte mit nennen, die ja auch immer wieder genannt werden. Also wasserstoffbasierte Stahlproduktion als Beispiel. Stand heute gibt es zwar interessierte Abnehmer, aber wenig Zahlungsbereitschaft dafür. Und dann ist die Frage, schaffen wir irgendwie einen Leitmarkt, dass die Nachfrage auch entsprechend da ist und auch mit einer entsprechenden Zahlungsbereitschaft mit unterlegt ist. Das klingt erstmal immer sehr, sehr marktwirtschaftlich und da ist da ja eine Nachfrage und die wird bedient, aber die wird im Zweifel über eine harte Regulierung erstmal mit organisiert und findet dann halt doch nicht spontan auf Märkten statt, sondern verschiebt den Regulierungsaufwand an andere Stelle. Wir haben schon heute im europäischen Vergleich ein hohes Niveau an umweltschutzrelevanten Beihilfen. Und das wird im Zweifel steigen bis deutlich steigen, wenn wir über Fördermaßnahmen zur Transformation mitsprechen. Das ist auch in Europa keine einfache Übung für Deutschland. Nicht, weil es primär ein Finanzierungsproblem mit sein müsste für Deutschland, aber für viele andere Länder schon, die ja zum Teil ganz ähnliche Transformationsaufgaben haben. Nicht ganz so hoch. Ich habe gezeigt, wie hoch der Industrieanteil im Vergleich mit ist, aber in Italien ist er nicht viel niedriger. Die stehen vor denselben Fragen mit. Frankreich steht mit einem viel kleineren Industrieanteil, aber über kurz oder lang auch vor ähnlichen Fragen, hat seine ganze Modernisierung der Nuklearanlagen noch vor sich, hat derzeit einen Industriestrompreis von 4,2 Cent und das ist mehr als die Differenz, die Frau Grimm eben genannt hatte, die hier nochmal oben drauf kommt durch die Wasserstofferzeugung im Inland. Zum Abschluss und zum Einstieg in die Diskussion, was sind denn unsere Herausforderungen ordnungsökonomischer Art, was ist zu diskutieren? Zum einen, glaube ich, muss anerkannt werden, dass wir eine erweiterte staatliche Rolle haben, auch in der Ökonomie anerkannt werden. Ich glaube noch nicht, dass das überall der Fall ist, aber mehr und mehr. Ich glaube, wir haben vor allem die Herausforderung, klar zu benennen, klar zu definieren und klar zu begründen, wo denn dieser zusätzliche Interventionsbedarf besteht, warum der da besteht und wie lange er da besteht. Weil nur so können wir das Ganze zeitlich und sachlich begrenzen und verhindern, dass man so auf einer industriepolitischen Notbahn sich plötzlich befindet und gelernt hat, ja, Politik kann ja gestalten und muss ja gestalten und wir mehr und mehr in sowas wie Managed Märkte mit reinkommen, sondern gleichzeitig halt die marktwirtschaftliche Steuerung mit beibehalten, den Wettbewerb mit erhalten, der für diese Riesenherausforderung mit seinen zwei Kernwirkungen, nämlich Innovation und Effizienz sicherzustellen, ganz, ganz entscheidend ist. Vielen Dank.